Aber nur ein Organic. Wegen Water. Oder Dave? Hm? Nur einen von den Organic-Sorten. Wegen Water. Ja. Ice Mob-Type Woods. Erste 5er Blue hat schon mal kein Waller. Nice. Dann sehe ich mich das nächste Blue schon. Boah, das hat. Blaue Charge Beaster. Können wir gleich sehen, ob die Waller haben. Mit. Nee, wenn die jetzt Waller haben, dann ist absolut top. Das ist dann wie ein 5er blaue Charge Beaster. Ja, aber ich glaube, die müssen streamen. Aber sie haben bis jetzt. Also, die haben keinen Water. Also, sonst hätten sie schon irgendwie eins reingecastet. Hab ich schon den ganzen Trash-Down gemacht und es kam noch kein Water. Haben die auch keins. Halten sich gerade nur zurück. Ja, das ist halt echt bei einer Wurzel sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich jedes Spiel kein Water hat. Das muss halt echt lucky sein. Oder du hast einfach schnell halt einen Kondi, dem du die Water-Picks kaputt machst. So. Hier ist mein Power Pylon. Oh, und ein gelbes Summoner Pack. Ohne Waller. Damit habe ich schon mal drei Packs ohne Waller. Und die Frage, was ich dann gleich aus dem Pylon raushol. Ich muss die Packs hinterher ziehen. Ich bin halt von dem Charge Beast Pack halt auch generell nicht so begeistert, egal welches Satz es hat. Hier. Wehe den Pack aus dem Pylon. Wehe. Ja. Dafür ist eben erst genug Arcane. Dafür, dass ich keinen Waller habe. Oh Gott. Ich glaube, anstatt Waller haben die alle Arcane. Dafür. Können die nicht einfach alle Health hinkarten? Wir haben Electrified und Arcane. Alles voll hier mit Effekten. Und halt kein Trash in der Nähe. Ist mal eins von denen down gegangen. Wir haben den Half-Life und die Charge-Spiele sind fast tot. Die Schuss sehe ich leider nicht genau. Die Charger würde ich halt gern. Ach Gott, der eine hat noch zu viel. Das sind halt echte Kackpacks hier wieder. War nichts Waller, aber auch nichts irgendwas Gutes. Avenger Charge Beaster, ey. Wahnsinn. Was zum Teufel. Die Vollen sind tot. Auf Ice Mob Type ist das halt echt leer hier. Gar nichts los. Ne, Packs. Von hinten versauern. Ich habe überlege ich es mir noch mit herbekommen, ansonsten. Ne. Ich glaube, ist normalerweise echt gut voll.
Hier ist auch ein bisschen was jetzt endlich. Slasher Battlefields. Ah, Icemob Type Woods into Slasher Battlefields. Ja, aber ich muss sagen, Icemob Type Woods war halt ultra leer. Icemob Type. Ultra leer und ein Power Pylon, bei dem ich einen Blue gekillt hab. War's. Weil kein Trash in der Nähe war. Slasher Battlefields könnte besser werden, natürlich potenziell. Mit vor allem gehe ich mit dem Shield Pylon hier rein. Dass ich schön durchballern kann in den nächsten 2 Minuten. Ich denke mal, hoffe mal, dass bei Slasher jetzt auch mehr Masse los ist. Ja, doch, doch. Hier ist auf jeden Fall mehr los als beim Icemob Type eben. Und dicker Condi kommen. Ich würde gerne mal einen Bossfight sehen, wie lange ich überhaupt brauche. Für einen Boss mit einer guten oder einer schlechten Hitbox halt. Also Worst- oder Best-Case-Szenario wäre. Ja, guck mal, hier macht man auch mit dem Trash Reasons Progress. Weil man Trash hat. Oh, Conduit. Gott, ich weiß nicht, wie viel da war. Da waren 2 Packs, glaube ich, vorne. Aber das Schülerpack ist direkt neben dem Condi. Hier ist ein Fliegenpack und ein Zombie-Pack. Ich hoffe, mir kommt einfach nichts von hinten jetzt hinterher an Packs. Hier. Achso, das eine Pack hier hat Waller, okay. Ich den Schild noch ein bisschen nutzen, ansonsten werden die Richtung Condi gleich gezogen. Dann waste ich nämlich am Waller-Pack einfach nur Zeit. Wenn der Trash nämlich hier kaum umfallen wird, dann. Ach, die Wall habe ich gebrokt mit meinem. Mit einem Potion. Was ich dabei habe. Ein Oculus halbwegs nutzen gerade. So. Fuck. Das passt eigentlich alles. So, jetzt nicht mir hinterherkommen, Elite. Da ist nichts mehr. Ist alles, ich habe es hoch. Ich habe es nicht so ganz nachgezielt, muss ich sagen. Halt, komm, weichen die beiden nach oben. Die Stühle und die beiden von Kreuzen. Ich glaube, dann habe ich 4 von 5 Packs. Also potenziell kommt das, das kommt alles sehr gut hoch. So, Stühle sind auch hier. Das sind schon 3. Hier ist ein gelbes, ein blaues auch. Ich weiß nicht, ob die Archer hinterher kommen. Komm. 2. Hä? Ja, wo sind denn die Zombies hin? Oh Gott, ich muss gleich ein bisschen nach unten gehen. Ah, da ist ein Zombie. Hier waren doch eben alle 3 Zombies. Ich glaube jetzt nicht, dass die Hälfte von dem wieder einfach runtergegangen ist. Nicht den ihr scheiß Ernst. Sogar die Archer sind gekommen. Na, da ist ein Zombie wieder. 1. Ich würde gleich sehen, ob alle Zombies hier sind. Und ein kleines bisschen noch wieder runter. Na, hat ein Zombie gefehlt? Ja, der da. Reicht aber noch, oder? Ja, passt.
So. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben in der Ecke wahrscheinlich auch noch ein Pick sein wird, aber das ist nicht worth it gewesen, zu pullen. Deswegen werde ich jetzt einfach einen. Und ich. Ah, hier ist ein Speed Python. Schönen Trash Pull zum Spawn. Ich glaube, das, was ich rausgeholt habe, hat keinen Border. Olasch! Oh Gott, 4 Minuten oder so auf Olasch mit noch ein bisschen Speed. 4,15. Dann kann ich jetzt gerade überhaupt nicht einschätzen, ob das hinhaut oder nicht. Ich würde den Sjöller aber halt einfach schauen. Und nicht so stellen am besten, dass die Hälfte der Bären hängen bleiben, Lars. Wäre schon mal schlau als allererstes. Ach stimmt, Olasch macht Waller. Ich muss mich nah an Olasch ranstellen, das habe ich das letzte Mal gelernt. Dass er nicht Waller macht. Er macht Waller irgendwie nur, wenn man auf Range steht. Oder der müsste doch schon gut. Ja. Ja, ich habe auch noch Speed hier, ne? Aber ist gut zum Stricken hochkriegen am Anfang, denke ich. Ja, ich glaube, es wird close halt. Ich weiß nicht, ob ihn wirklich alle drei Reihen treffen oder nur zwei oder so. Einfach nah genug vor ihm, dass es hoffentlich hinhaut. Okay, das Ding ist aus. Speed. Jetzt vielleicht vom Mana her ein bisschen besser wieder. Ich glaube, es geht halt wie es mit Deadbox von Olasch. Das String ist ja, glaube ich, auch nicht so schnell hoch hierbei, oder? Kann das sein? So viel mehr Schaden wie am Anfang war jetzt auch nicht. Wenn man denkt, wie viele Bären da eigentlich so durch den durchrasseln, dann dafür. Obwohl, doch jetzt langsam mehr Schaden. Jetzt hat er eine miese Wall gesetzt. Ich darf nur einen Boss fighten mit dem Bild. Und den zwei Boss-Fonds, die ich hatte. Ey, sag mal, ist doch nicht in seinem Scheiß ernst. Ich glaube, Gohm, Cold Snap und Binder würden so schnell gehen mit dem Bild. In der Hitbox. Hm. Ich meine, ich hatte auch letzte Season, im 133 hatte ich irgendwie Gohm und der ging so ultra schnell down. Trotz halt Giftwolke gedöns und so. Und ich hatte zumindest einen Try, glaube ich, mit Gohm oder so, der ultra schnell ging. Ja, einmal am Ende eine nervige Wall setzen. Danke. Und. Bam! 144 Zombiebären. Woo! 2,5 Minuten oder was knapp gedauert. Mit ein bisschen Speed noch.